Ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Es geht um mein Wohnzimmer. Ich werde nämlich mein Wohnzimmer komplett neu machen. Es wird ein ganz anderes Wohnzimmer, hoffe ich zumindest. Und ich habe schon ein paar Ideen, aber eigentlich habe ich keinen Plan. Und ich werde wieder planlos an das Ganze rangehen und hoffe, es kommt was Gutes bei raus. Ihr kennt mich, wenn irgendwas einfach immer gleich aussieht, zum Beispiel auch meine Haare, langweilt es mich irgendwann und dann will ich einfach was Neues machen. Lasst super gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Es kommen auch immer wieder öfter solche Einrichtungs- und Umgestaltungsvideos von uns. Ich kann es gar nicht abwarten, legen wir einfach direkt los. Willkommen im Raum der Tat. Der Tatraum. Hier drin werde ich alles verändern. Mein Wohnzimmer wird entgrünifiziert. Alles Grüne kommt raus und ich mache eine neue Farbwelt. Mache ich alles neu und ich nehme euch mit. Und am Ende seht ihr das Ergebnis. Unbedingt dranbleiben und in die Kommentare schreiben, ob ihr es vorher, also jetzt besser fandet oder nachher. Bitte schreibt nachher, weil sonst bin ich traurig. Ein Punkt, der einfach immer ganz, ganz wichtig ist, wenn man etwas umgestaltet, ist Wandfarbe. Und bisher ist mein Wohnzimmer einfach nur weiß an den Wänden. Das kann ich nicht so lassen. Deswegen wird auf jeden Fall mindestens eine Wand neu gestrichen. Vielleicht auch zwei. Diese Wand hier hinten ist ja sehr, sehr schön. Die bleibt so, wie sie ist. Die habe ich ja schon mal umgestaltet mit Serena zusammen. Überliegende, wo der Fernseher dran hängt, langweilig und weich. Und die will ich farbig machen. Ich habe noch keinen Plan, in welcher Farbe, aber die wird auf jeden Fall farbig. Jetzt einfach die größte Auswahl aller Zeiten. Die sind aber nicht alle von mir. Serena hat auch ein paar Teste und die habe ich mir geliehen. Werde ich einfach alles hier drauf streichen und dann entscheiden, welche Farbe ich nehme. Ich überlege so ein bisschen zwischen beige in Richtung rosa oder halt so blau-mint. Hier habe ich einen Ort gefunden, um meine Teste auszuprobieren. Oh, 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 Unfall. Ich brauche ein Tuch, ich habe geklänkst. Ich bin irgendwie nicht so talentiert heute. Ich kleckse gerade alles an. Ich weiß auch nicht. Diese Farbe heißt einfach Macaron. Ich habe die nur mitgenommen wegen dem Namen. Aber ich weiß nicht, ob mir das nicht so ein bisschen zu knallig ist. Ist schon mutig. Das Blödeste am Ausmalen ist immer vorher die Vorbereitung, das Abkleben. Ich hasse es. Außer habe ich zu wenig von diesem Planenmaterial. Hier drüben ist der ganze Boden noch frei. Ich habe auch schon mal mühevoll so ein TV-Tischchen an meine Wand geschraubt. Das werde ich da dran lassen. Das hält jetzt schon ein Jahr. Das heißt, es hält für immer. Das werde ich verändern. Ich mache auch einfach mal auf gut Glück. Ich werde es nämlich mit Wandfarbe anmalen, weil sonst bekomme ich hier den gleichen Farbton nicht hin, wenn ich da jetzt Möbellack kaufe. Ich versuche es einfach mal. Wird schon schief gehen, sagt man, oder? Risky, wie ich bin, mit Wandfarbe anmalen. Mein Plan geht auf. Sieht sehr gut aus. Hä, streichen wir gerade ein Möbelstück mit Wandfarbe? Das ist vielleicht ein neuer Geheimtipp. Und später kommt noch Klarlacktröte, damit es auch gut hält. Das ist so entspannend. Streich bitte weiter. Alles verändern. Und jetzt ist es endlich Zeit. Diese Couch hinter mir, diese grüne Couch, die habe ich schon ewig. Schon länger als ewig. Und mittlerweile ist sie auch schon irgendwie kaputt, durchgesessen und steinhart. Jeder, der länger als 5 Minuten auf meiner Couch sitzt, sagt, er bekommt Rückenweh davon. Ist es Zeit, die Couch auszutauschen, spende ich diese Couch auf den Rosenhof. Serena wird sich freuen. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Aber ich denke mir, sie hat da so viel Platz. Sie hat da so einen großen Raum und da würde die Couch doch gut reinpassen, oder? Ich werde sie überraschen. Oh, es klingelt. Ganz oft. Aber ich sehe niemanden. Soll ich mich ducken? Wenn man bei mir klingelt und nicht in die Kamera lächelt, mache ich auch nicht auf. Adieu, Sofa. Serena, Tür aufmachen erst. Bitte einmal durch. Sie?
Wir haben es jetzt geschafft, den Teppich auch noch unter das Sofa zu machen. Leider sind die falschen Füße mitgeliefert worden, deswegen hat das Sofa erstmal keine Füße. Die Füße sind da, aber die Schrauben passen nicht. Deswegen steht es jetzt ohne Füße. Ich bin ungeduldig. Ich kann nicht so lange warten, bis mir neue Füße geliefert werden. Dieses Eckteil fehlt noch und dann bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht. Wir haben übrigens auch noch einen zweiten YouTube-Kanal. Er heißt Victoria Sarina Shorts. Schaut unbedingt dort vorbei und lasst gerne ein Abo da. Neues Sofa bedeutet auch neue Kissen. Und ich habe so richtig coole Boho-Kissen gekauft. Die passen bestimmt mega gut dazu. Und diese Wolke. Ups. Und diese Wolke, die ist voll süß. Und Suri passt auch perfekt dazu. Schon mal testliegen. Suri, man sieht dich gar nicht, weil du bist wie ein Chamäleon. Hier ist noch ein Kissen. Auf welchem liegst du jetzt? Die legt sie auf das längste. Könnt ihr euch denken, was das bedeutet? Ja, die Wand wird neu gestrichen. Leider nicht ganz zufrieden mit der Farbe. Und das bedeutet, auch der Schrank muss neu gestrichen werden. Das bedeutet auch nochmal alles abkleben und schützen und natürlich streichen. Aber am Ende soll es ja perfekt werden. Also, let's go! Übertreib! Schlagbohren wieder deaktiviert. Leute, ist euch der Fehler aufgefallen? Ich sollte ihn noch einschalten. Oh, ich habe gerade eine neue Lampe aufgehängt. Die sieht sehr, sehr cool aus. Und einen Spiegel auch. Der Feinschliff ist auch ganz, ganz wichtig. Deko. Ich finde immer super wichtig, dass es im Wohnzimmer gemütlich ist. Deswegen dürfen Kerzen nicht fehlen. Oder vielleicht auch so Trockenblumen. Die überleben bei mir halt am ehesten. Ich tue mich jetzt auf. Ich habe hier schon mal einen ganzen Haufen gemacht mit der ganzen Deko, die gut in mein neues Wohnzimmer passen könnte. Auf jeden Fall schon ein bisschen was Herbstliches. So ein goldenes Blatt. Das ist so eine Schale. Kürbisse dürfen natürlich nicht fehlen. Genauso wie meine liebste Kürbisduftkerze. Dann habe ich hier so ein Knotenkissen. Ein Tablett mit so Gläsern und einem Krug. Das glaube ich passt halt vom Stil mega, mega gut dazu. Und ein Herbstkranz. Endlich ist alles fertig. Ich habe alles so ziemlich so, wie ich es auch haben möchte. Deswegen gibt es jetzt die Roomtour. Kommt mit, kommt mit. Genau, ich habe zweimal gestrichen, weil die erste Farbe, die war nicht perfekt. Auch der Schrank ist der gleiche wie vorher, aber der sieht komplett anders aus. Das hier drauf ist neu und die Türen sind neu. Also eigentlich ist nur noch das Gerüst ist alte geblieben. Da sind Spiele drin und Konsole und meine Mikrofone. Ich liebe SingStar oder Let's Sing oder diese Sing-Spiele. Halloween steht vor der Tür. Zumindest für mich. Ich weiß, ich bin früh dran, aber ich bin schon in Halloween-Stimmung. Deswegen habe ich auch alles schon herbstlich und Halloween-mäßig dekoriert. Ich will es nicht angeben oder so. Das sieht so ein bisschen aus wie in der Möbelzeitschrift. Habe ich eine Sitzgelegenheit, auf der ich noch nie gesessen bin bis jetzt. Aber es ist halt Deko. Wenn mal ganz viele Leute da sind, sitzt vielleicht auch jemand hier. Oder Billy sitzt hier. Hallo. Hier, ganz gefährlich, steht ein Glaskürbis. Und ich werde den einmal mit dem Staubsauger töten. Aber sonst alles gut. Und das ist mein neues Sofa! Tada! Tada! Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe ein super bequemes neues Sofa und irgendwie ist das Gefühl viel größer. Und ich kann darauf so richtig schlafen und ausgestreckt liegen. Ich habe auch schon da geschlafen. Es ist beige, deswegen wird hier bald ein Tomatensoße-Fleck drauf sein. Aber sonst ist es toll. Ein Spiegel, eine Lampe, eine Tonne Pampasgras, 12 Millionen Kissen. Das ist so ein Halloween-Kissen, das kommt nach Halloween wieder weg. Aber der Rest bleibt. Und ja, der Rabe kommt auch nach Halloween wieder weg. Also wie süß ist er. Das ist auch eine Duftkerze. Ihr müsst
könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wie euch das Ergebnis fällt. Vorher besser oder findet ihr es jetzt besser? Und wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Danke, 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 ihr Cuties. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.